Gegen Eindringlinge kämpft in jedem Körper eine gut gerüstete Truppe. Blutkörperchen wie diese Fresszelle stehen an vorderster Front. Eine Spezialeinheit steht dahinter bereit, bei besonderen Gefahren. Diese Abwehrkette hat jeder Mensch. Auch dieser. Aber nicht immer funktioniert die Zusammenarbeit. Wie gut unsere Fresszellen arbeiten, ist auch abhängig von der Psyche. Rekordmeister gegen den Weltpokalsieger, Besieger der FC Bayern München. Sonntagabend, 20.15 Uhr, Leichenfund. Arbeit bis spät in die Nacht. Offensichtlich hat er eine Säureattacke abgewehrt. Er hat Verätzungen an den Händen. Hab ich schon gesehen. Und jetzt noch Ärger mit dem Kollegen. Und was Neues vom Fall? Stress. Im Immunsystem löst das verschiedene Reaktionen aus. Die Nebenniere schüttet die Hormone Noradrenalin, Adrenalin und Cortisol aus. Das bedeutet Verstärkung. Der Körper ist jetzt im Kampfmodus und bereitet sich darauf vor, mögliche Wunden zu schließen. Die Spezialeinheit dagegen, die gegen besondere Gefahren, wird erstmal zurückgepfiffen. Ganz anders reagiert das Immunsystem, wenn der Stress nicht aufhört. Denn jetzt bleibt der Cortisolspiegel permanent oben. Die Folge? Um die Fresszelle herum wird es einsam. Und auch die Spezialeinheit wird noch schwächer. Das Cortisol stört die Kommunikation zwischen den Zellen. Und ohne den Austausch von Botschaften können sie sich nicht vermehren. Das passiert nicht nur bei Stress, sondern auch, wenn man ständig Ärger unterdrückt. Was ist denn Ihnen los? Die Abwehrkräfte liegen am Boden. Ich habe etwas für Sie. Fassen Sie mich nicht an! Jetzt haben fiese Viren leichtes Spiel. Dauert der Stress weiter an, kann die Sache vollkommen außer Kontrolle geraten. Die Nebenniere kommt mit der Cortisolproduktion nicht nach, ist überreizt und stoppt die Produktion schließlich. Jetzt wendet sich die Abwehr gegen den eigenen Körper. Das verschlimmert Autoimmunerkrankungen und Allergien. Diese Reaktionen laufen in jedem Körper ab. Verhindern kann man das nicht immer, aber positive Gefühle wie Freude, Neugierde oder Begeisterung helfen. Besonders wer lacht, stärkt die Kampfkraft seiner Immuntruppen. Das war großartig. Wenn Sie mehr davon haben wollen und wenn Sie mich nackt sehen wollen, dann drücken Sie bitte hier drauf. Nein, es war ein Witz. Ich bleib angezogen. Aber wenn Sie mehr sehen wollen, dann schon da drücken, weil das ist zum Abonnieren von unserem Channel.